Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OSOG OD, deinem Computer-, Technik- und Hilfekanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr habt, oder derjenige, der dieses Video vielleicht sucht, hat sowas hier, einen ja, positiven Corona-Schnelltest oder ihr habt sogar schon einen positiven PCR-Antigen-Test gemacht und ihr wollt euch jetzt beim ja, zuständigen Gesundheitsamt ja, krank melden, wollt mitteilen, dass ihr halt Corona-positiv seid und ihr möchtet gerne wissen, wie lange ihr in Quarantäne müsst. Das erfahrt ihr in diesem Video. Die aktuellen Webseiten, egal ob es jetzt von der Bundesregierung ist, vom RKI, vom Gesundheitsministerium oder auch vielleicht von eurer Stadt, sind alle wahrscheinlich sehr, sehr unübersichtlich. Ich zeige euch jetzt im Beispiel vom Berliner Abgeordnetenbereich Pankow, wie man so eine Meldung abgibt, wie man sozusagen dann seine Daten einträgt, bei wem man sich melden muss und wo man eventuell seine Informationen her bekommt, damit die Quarantäne schnell und gut und sicher vorbeigeht und natürlich auch gewertet wird, weil wenn man in Quarantäne muss, muss man natürlich sich nicht nachboostern lassen, weil man als genesen gilt. Das ist wichtig für die Leute, die sich vielleicht auch gar nicht impfen lassen wollen, denn als Genesener muss man sich nicht impfen. Wir fangen jetzt erstmal ganz simpel an und nehmen das Beispiel des positiven Corona-Schnelltests, also den man jetzt hier hat. Ihr wollt euch sozusagen jetzt erstmal testen lassen und wollt gerne wissen, ist denn dieser Schnelltest auch tatsächlich positiv? Dann müsst ihr einen sogenannten PCR-Test machen. Das Problem ist, seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes über die neue Ampelregierung im Jahr 2022 gibt es ja Veränderungen bei der staatlichen Zuordnung dieser PCR-Testzentren und die gesamte staatliche ja, Impfkampagne wurde ja sozusagen beendet und in privater Hand übergeben. Bedeutet für euch, es wird wahrscheinlich keine ja, offiziellen PCR-Teststationen mehr in eurem Bereich geben. Die meisten Leute werden natürlich dann Folgendes machen. Sie werden dann erstmal in die Google-Suche reingehen, so wie ich das hier mache, und PCR-Test eingeben. Bei mir wäre das jetzt beispielsweise Berlin. Und dann wird man hier natürlich mit zahlreichen ja, verschiedenen Corona-Testseiten beglückt und muss sich da erstmal zurechtfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Suchanfrage ändere auf Corona-Test Berlin, dann werdet ihr schon feststellen, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, halt das Ganze zu testen, aber man kommt hier halt nirgendwo richtig voran. Also, was macht man natürlich als normaler, jetzt gängiger Bürger? Man sucht natürlich eine offizielle Webseite, beispielsweise vom Bezirksamt. Also, wenn ihr jetzt beispielsweise nicht in Berlin wohnt, dann müsst ihr natürlich in eurem Landkreis das entsprechende Landesamt oder sowas auswählen, damit ihr da auf den richtigen Bereich kommt. Bei mir in Berlin ist das natürlich die Bezirksverwaltung, also das heißt in meinem Stadtbereich, und da gehen wir jetzt als nächstes erstmal rauf. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier die Auswahl für das Corona-Testzentrum in Berlin. Das ist die offizielle Webseite der staatlichen Seite www.berlin.de. Da klicken wir einfach einmal drauf. Jetzt landen wir auf dieser Übersichtsseite für diese Corona-Testzentren. Was bedeutet das für uns? Hier gibt es natürlich einige Informationen, die wir uns durchlesen können, aber jeder kennt das ja. Der Mensch ist lesefaul. Keiner hat Bock, sich diesen ganzen Scheiß durchzulesen. Also, hier gibt es eine Hotline, wo man anrufen kann und dann denkt man ja, dass einem dort geholfen wird. Ich habe das Telefonat bereits für euch geführt. Das heißt, wenn ihr auf dieser Rufnummer anruft, seid ihr eigentlich verloren. Die Rufnummer bringt euch gar nichts, denn dort kriegt man auch keine Corona-Hilfe und keine Informationen, außer dass sie einem eine Webseite geben. Und zwar folgende, und zwar www.direkttesten.berlin. In meinem Fall seht ihr jetzt die Testmöglichkeiten für Berlin. Hier haben wir eine interaktive Karte, die ja mehr schlecht als recht funktioniert, sage ich, weil ich kann hier mit der Maus nichts hin und her ziehen. Das geht halt nicht. Ich müsste mich dann in meinen Bezirk irgendwie reinscrollen, irgendwie versuchen, da reinzukommen. Und dann seht ihr schon, wenn ich hier nach Pankow reinscrolle, dann habe ich hier ein paar Ergebnisse. Und dann muss ich mit der Maus auch noch drüber klicken, ob das möglich ist, hier eine PCR-Nachtestung nachzumachen. Problematisch und das Fehler an dieser Seite ist halt einfach, selbst wenn hier online drin steht, PCR-Nachtestung möglich, muss das nicht vor Ort in diesem Bereich möglich sein. Das heißt, wenn hier irgendwo PCR-Nachtestung möglich steht, aber da ist zum Beispiel hier gar keine Webseite hinterlegt, Corona Border Point, keine Ahnung, was das ist, dann kann es sein, dass man da gar keinen PCR-Test machen kann. Das heißt, ihr müsst euch trotzdem nochmal zusätzlich darüber nachinformieren, ob bei der genannten Station, die ihr dann angeklickt habt, auch wirklich ein PCR-Test möglich ist. Am besten per Telefon oder wenn dieses Corona-Testzentrum eine entsprechende Webseite hat, dann natürlich auf die entsprechende Webseite gehen. Wenn ich jetzt ein passendes Corona-Testzentrum gefunden habe, bei mir ist das zufälligerweise dieses hier, was im Pankow Center ist, das bietet auch PCR-Testzentren
Nachtesten Tests an und das ist auch funktionsmöglich. Dann gehen wir einfach auf die Webseite von denen rauf und suchen uns dort natürlich dann einfach unseren Standort aus und wählen uns dort die Möglichkeit, einen Termin zu reservieren. Das findet ihr hier oben rechts, um dann natürlich einen PCR-Test durchführen zu lassen. Ihr müsst es natürlich bei dem entsprechenden Testzentrum, bei dem ihr euch gerne melden wollt oder wo ihr das nachtesten lassen wollt, ja selber natürlich reservieren und entsprechend dann halt mit den Leuten dort vor Ort abklären. Achtung, wichtig, wenn ihr hier auf PCR-Test klickt, dann werden hier euch nochmal genau die Sachen erklärt, wie das funktioniert und man kann hier zum Beispiel einen Termin reservieren. Aber hier steht schon drinne, der PCR-Test kostet 59 €, wenn man ihn ja einfach so aus freien Stücken machen lassen wollen würde. Wenn man jetzt hier aber auf Termin reservieren klickt, dann muss man natürlich noch seinen Bereich auswählen. Wir waren jetzt hier in Pankow. Dann gibt es im weiteren Runterscrollen-Bereich der Webseite diese Möglichkeit, die muss gegeben sein und die muss euch auch bei eurem Corona-Testzentrum angeboten werden. Habt ihr einen positiven Antigen-Schnelltest, also so eine ja, Selbsttestsache, die ihr zu Hause gemacht habt, die halt hier positiv ist, wo ihr seht, der Test unten, der T-Balken ist da, dann müsst ihr für diesen PCR-Nachtest nichts bezahlen. Also lasst euch da auf keinen Fall abzocken. 59 € dafür, dass ihr ein Stäbchen in den Hals und in die Nase bekommt, um nochmal bestätigt zu bekommen, dass ihr krank seid, ist schon sehr, sehr teuer. Sollte man auf jeden Fall nicht bezahlen. Wenn ihr dann die passende PCR-Testmöglichkeit gefunden habt und euren Test abgeschlossen habt, dann müsst ihr euch natürlich mit dem Ergebnis auch irgendwo melden. Wo machen wir das? Im Zuge der Informationskampagne gegen Corona gibt es natürlich auch eine Webseite von der Bundesregierung zusammen gegen corona.de/testen. Da steht nochmal alles zu den PCR-Tests drin, was man wissen muss. Und dort könnt ihr euch natürlich auch nochmal informieren. Der Stand ist hier aktuell der 30. Juni 2022. Da wird nochmal genau über die Testmethoden aufgeklärt, wie das Ganze mit den PCR-Tests verläuft und was muss man tun, wenn man mit dem PCR-Test positiv ist. Da gibt es dann hier eine Verlinkung, wo ihr raufklicken müsst und dann werdet ihr weitergeleitet. Da wird dann nochmals erklärt, wie das Ganze mit der Quarantäne und Isolation zusammenhängt. Bedeutet, habt ihr einen positiven PCR-Test, müsst ihr euch natürlich beim Bundesministerium für Gesundheit oder entsprechend, weil es ja keine offiziellen Stellen mehr gibt, bei eurem ja, Bezirksamt, Landesamt, Bürgermeisterstelle oder wer auch immer für euch zuständig ist, melden, dass ihr Corona-positiv seid und ihr müsst diesen Leuten dann euren positiven PCR-Test ja zur Verfügung stellen. Das kann von ja, Landkreis zu Landkreis, Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf ein bisschen anders sein, weil es da keine offizielle gleichgeschaltete Regelung gibt. Bei uns in Berlin ist es halt so, dass wir natürlich zusätzlich zu diesen ganzen Schritten, die wir jetzt schon durchgegangen sind, noch extra nochmal auf die erste Seite von Berlin zurückgehen müssen, also auf www.berlin.de, um uns dann in unser eigenes ja, Bezirksamt zu begeben. Bei mir ist das beispielsweise das Bezirksamt in Pankow. Ich bin jetzt auf die Webseite vom Bezirksamt in Pankow gegangen und ihr seht schon, hier gibt es auch wieder Informationen, auch wieder eine Hotline, wo man anrufen kann und so. Und ich kann euch versprechen, versucht nicht anzurufen. Telefonieren ist mit diesen Leuten dort nicht möglich. Meistens gehen dort halt, ja, Mitarbeiterinnen der Alterskohorte 50 plus ran, die nicht verstehen, was ihr von ihnen wollt. Und ja, dementsprechend macht das da keinen Sinn. Es gibt aber hier in der Mitte eine E-Mail, wo man Anfragen hinstellen kann. Wenn man sich aber ein bisschen weiter durchliest, steht hier unten im Kleingedruckten, Sie sind positiv getestet worden, bitte nutzen Sie folgenden Link. Dann wird man nochmals weitergeleitet und zwar auf folgende Webseite. Auf dieser Webseite wird jetzt nochmal der Thema Corona-Fall beschrieben. Also man hat jetzt einen, man ist selber positiv geschnelltestet, man hat einen positiven PCR-Test und möchte sich jetzt sozusagen für die Quarantäne anmelden, damit man ja auch rechtzeitig, wenn man 5 Tage zu Hause gewesen ist, schnell wieder raus kann und sich nicht so krass einquetschen lassen muss von den Leuten von der Regierung etc. Dann müsst ihr zusätzlich zu eurem PCR-Test noch hier auch wieder runterscrollen und dann gibt es hier ein Meldeformular für positive getestete Personen. Das kann natürlich bei euch in eurem Bezirk, in eurer Stadt, in eurem Landkreis, in eurem Dorf ein bisschen anders sein. Bei uns müssen wir zusätzlich hier noch so ein Formular runterladen. Dieses müssen wir ausfüllen und dann müsst ihr das ausgefüllte Formular plus euren positiven PCR-Test an diese Webseite, also an diese E-Mail-Adresse senden. Im Betreff seht ihr ja, Meldeformular positiv getestete Person Pankow.
muss da hier auch noch eingetragen werden. Also ihr müsst euch sozusagen blank machen und müsst dann den Leuten von eurem, ja, Bürgermeisteramt, Landkreis halt sagen, dass ihr positiv seid. Und dann wird anhand der Erstmeldung des Ersttestes, also wenn ihr euch positiv getestet habt, das ist jetzt zum Beispiel bei mir vor 2,5 Tagen gewesen, eine, ja, Ermittlungszahl erstellt. Es wird nochmal nachgefragt, ob eine Kontaktzurückverfolgung ist. Falls ihr die Corona-Warn-App auf eurem Handy habt, dann tragt auf jeden Fall in eurem Handy ein, dass ihr halt positiv seid und informiert eure gängigen Kontakte, mit denen ihr in den letzten, ja, 7 Tagen Kontakt gehabt habt. Generell gesehen ist es so, dass man meistens erst dann andere Leute ansteckt, wenn man wirklich Symptome hat. Das ist in den größten Teilen der Fälle so. Aber auch wenn man keine Symptome hat, gibt es die Möglichkeit, dass man andere Personen im Umkreis infiziert haben könnte. Dafür muss man über einen längeren Zeitraum, also das heißt mindestens 10 bis 15 Minuten im engen Kontakt, das heißt vielleicht an einem Mittagstisch in einem geschlossenen Restaurant, im Auto, im Aufzug oder wie auch immer, mit Leuten in Kontakt gewesen sein, und es müsste reger, ja, Luftaustausch stattgefunden haben. Also man muss viel geredet haben, es müsste gehustet worden sein, genießt etc., um die Leute dann auch über Treppcheninfektion anzustecken. Informiert auf jeden Fall dort, falls ihr selber positiv getestet worden seid, natürlich eure Verwandten, Bekannten und Kontaktpersonen, dass diese sich auch ebenfalls testen können. Wenn diese dann negativ sind, kein Problem. Ja, damit habe ich euch so ein bisschen den Prozess der Corona-Quarantänemeldung mit PCR-Test erklärt. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ihr nur hier gewesen seid, weil ihr euch darüber informieren wolltet, dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Damit seid ihr ein aktiver Supporter dieses richtig guten Computer-, Technik- und PC-Hilfekanals hier auf YouTube. Meine Videos werden mehr Leuten vorgeschlagen und werden besser durch die YouTube-Suche gefunden. Und damit können wir natürlich noch mehr Menschen helfen. Das würde mich mega unterstützen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Vielleicht kann ich euch ja dann doch noch weiterhelfen. Ansonsten war es das dann soweit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!